Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Seit heute ist also klar, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl auf dem Stimmzettel stehen werden. Lange Liste, 9 Parteien treten im September bundesweit an. Welche Chancen haben sie und was heißt das auch für mögliche Koalitionen? Dazu ist der Politologe Laurenz Enser-Jedernastik live im Studio. In Freiheit beim Gefangenendeal mit Putin wurde auch der russische Dissident Wladimir Karamosa freigelassen. Er war sich sicher, wie Nawalny im Straflager zu sterben. Muskelspiele. Eine algerische Boxerin gewinnt bei Olympia ihren Kampf in 46 Sekunden und löst damit eine riesige. 5 Parteien sitzen seit der letzten Wahl im Parlament. Die ÖVP, die SPÖ, die Freiheitlichen, die Grünen und die Neos. Aber nach der Nationalratswahl in knapp 2 Monaten könnten es mehr werden. Vielleicht sogar so viele wie noch nie. Selten haben nämlich so viele neue Listen die nötigen Unterschriften erreicht, um zumindest in einzelnen Bundesländern zu kandidieren. Und diese 9 Parteien werden überall auf dem Stimmzettel stehen. Neben den bisherigen Parlamentsparteien auch die KPÖ, die Bierpartei, eine neue Gruppe der ehemaligen grünen Parteichefin Petrovic und die linke Liste Wandel, die es diesmal mit einem Namenstrick ins Parlament schaffen will. Wir sprechen gleich darüber, wie groß die Chancen für die Neuen sind und was das für mögliche künftige Regierungen heißt. Zuvor aber noch Sinan Erceg über die Startaufstellung für den 29. September. Für einen neuerlichen Antritt zur Nationalratswahl bedarf es 3 Unterschriften von Nationalratsabgeordneten. Demnach war es ein leichtes Spiel für die aktuell vertretenen Parlamentsparteien FPÖ, ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos. Sie werden auch diesmal im Herbst auf dem Stimmzettel stehen. Alle anderen Parteien oder Listen benötigen zwischen 100 und 500 Unterschriften einfacher Bürger und Bürgerinnen in den jeweiligen Bundesländern und bundesweit letztlich 2600 Unterschriften. Mit dem heutigen Stichtag schaffen das 4 Parteien, allesamt aus einem linken, progressiven, bisweil im skeptischen Spektrum. Die wohl größten Chancen auf einen Einzug in den Nationalrat hat die Bierpartei von Dominik Vlasny. Knapp 2 Monate vor der Wahl kann oder will sich der Spitzenkandidat aber thematisch nicht eindeutig positionieren. Es geht um Transparenz und eine saubere Politik. Wir wollen neue Ideen ins Parlament bringen, wir wollen neue Chancen und wir wollen eine neue Verantwortung. Und wir wollen auch über Parteigrenzen hinausdenken. Das soll heißen, wenn eine gute Idee daherkommt, ja, und ist von einer anderen Partei, dann unterstützen wir die. Die KPÖ war zuletzt 1959 im Parlament vertreten. Mit ihrem Ausscheiden war die Parteienlandschaft im Nationalrat über Jahrzehnte mit nur 3 Parteien dünn besiedelt. Nach den Erfolgen bei den Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen in Graz und Salzburg glaubt man jetzt wieder an das Comeback mit dem bewährten Thema Wohnen. Dementsprechend sind zwar ganz wichtige Projekte, die die KPÖ in diesen Nationalratswahlkampf bringt, österreichweiter Mietendeckel, das heißt Mietpreisobergrenzen für alle Wohnungen, die zur Miete zur Verfügung stehen, und andererseits eine Energiegrundsicherung, das bedeutet, dass ein Grundbedarf an Strom und Wärme für die Haushalte kostenlos zur Verfügung steht. Finanziert werden soll das unter anderem mit einer Vermögens- und Erbschaftssteuer. Schwieriger dürfte es für die Liste der ex-grünen Politikerin Madeleine Petrovic werden. Sollte sich der Einzug dennoch ausgehen, möchte sie ihren potenziellen Abgeordneten keinen Clubzwang auferlegen. Ich denke mir, es ist für die Leute verwirrend, wenn sie das Gefühl haben, dass Abgeordnete nicht nach ihrem Gewissen abstimmen, sondern nach irgendwelchen vielleicht Einflüssen von außen, nach Lobbyinteressen. Den grünen Abgeordneten ihrer Ex-Partei wirft sie unter der Clubführung von Sigrid Maurer hörige Parteidisziplin und wenig eigenständige Positionen vor. Die Liste Wandel schafft ebenfalls den bundesweiten Antritt. Allerdings möchte sie mit dem Kurznamen Keine auf dem Stimmzettel stehen. Eine bewusste Wählertäuschung? Überhaupt gar nicht. Also der Name ist Keine von denen. Und wir waren jetzt einen Monat auf der Straße zum Unterstützungserklärungen sammeln. Wir haben keinen einzigen Menschen getroffen, der die Idee nicht versteht. Ganz im Gegenteil. Die meisten Menschen sagen ja eigentlich, wenn ich mir ganz ehrlich bin, welcher Partei vertraue ich? Wenn man die Parlamentsparteien denkt, welche Partei hält ihre Wahlversprechen, sagt jeder, keiner von denen. Es zieht sich ein roter Faden durch die bundesweit antretenden Kleinparteien. Es ist der Protest und die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien. Das Parlament könnte bunter, fragmentierter, aber auch komplizierter werden.
Und ich begrüße jetzt live bei mir im Studio Laurenz Enser-Jedenastik, Professor für österreichische Politik an der Uni Wien. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Professor, neue Parteien tun sich in Österreich grundsätzlich eher schwer, ins Parlament zu kommen. Ist das diesmal angesichts der allgemeinen großen Unzufriedenheit mit der etablierten Politik anders? Das ist gut möglich. Wir sehen schon seit Längerem, dass sich ja traditionelle Parteibindungen auflösen, sich weniger Leute stark und dauerhaft an eine Partei gebunden fühlen. Und das ist sicher ein Trend, der sich über die letzten Jahre noch verstärkt hat. Und dadurch wird natürlich viel Wählerpotenzial frei, damit neue Parteien auch Chancen haben einzuziehen. Wollen wir vielleicht diese neuen Parteien ein bisschen durchdeklinieren? Die Bierpartei liegt in den Umfragen seit vielen Monaten konstant über den nötigen 4%, obwohl man außer Marco Bogo von seiner Präsidentschaftskandidatur dort niemanden kennt und auch nicht wirklich klar ist, was die Partei will. Wie erklärt sich dieser Erfolg? Wir wissen von der Bundespräsidentschaftswahl 2022, dass der Spitzenkandidat Dominik Vlasny sehr, sehr hohe Sympathiewerte hat, auch wenig polarisiert. Und das ist, glaube ich, in unserem jetzigen sehr personalisierten Zeitalter und auch Medien- und Politikzeitalter schon ein hoher Wert. Mit dem kann man schon punkten. Die Frage ist, kann man auch die Wochen bis zur Wahl, wo es doch in die inhaltlich intensivere Auseinandersetzung geht, reüssieren. Und zwar einfach, weil er als Typ anders ist als traditionelle Politiker. Ja, das mag sein. Man hat auch natürlich ein etwas leichteres Spiel, wenn man noch nicht im traditionellen Politikbetrieb so etabliert ist, noch nicht Kompromisse und vielleicht schwierige Entscheidungen hinter sich hat bringen müssen. Eine sehr traditionelle Partei ist die KPÖ, 1959 aus dem Parlament gefallen, hat immer wieder kandidiert, ist noch bei keiner Nationalratswahl auf über 1,1% gekommen, hatte aber zuletzt in Salzburg 23% und sogar 29% in Graz und immerhin 3% bei der EU-Wahl. Gibt es da eine reale Chance auf ein Comeback im Nationalrat? Ja, das glaube ich schon. Die KPÖ hat ein Programm, das nicht so anders ist wie viele Linksaußenparteien, die wir anderswo in Westeuropa sehen oder in ganz Europa sehen. Und es gibt in der österreichischen Wählerstruktur jetzt keinen Grund, der a priori dagegen sprechen würde, dass so eine Partei, wie es in Deutschland, in Norwegen, in Dänemark auch gibt und in vielen anderen Ländern, warum die nicht auch in Österreich in ein Parlament einziehen sollte. Madeleine Petrovic ist sehr bekannt und setzt jetzt offenbar auf eine Linie, Corona-Kritiker zu überzeugen, die vielleicht nicht die FPÖ wählen wollen. Das will aber auch die MFG, die immerhin in 7 Bundesländern auf dem Stimmzettel steht und in Oberösterreich im Landtag sitzt. Ist dieses Potenzial groß genug für Frau Petrovic? Wir wissen, dass viel von dem impfskeptischen, Corona-Maßnahmen-kritischen Potenzial von der FPÖ schon abgeholt worden ist. Auch Leute, die zeitweise vielleicht die MFG ins Auge gefasst hatten. Aber natürlich gibt es dort auch Leute, die sich vielleicht mit der Linie der FPÖ in anderen Fragen nicht so anfreunden können. Das kann schon für den einen oder anderen Prozentpunkt reichen, vielleicht auch bis an die 4%-Hürde heran. Das ist, glaube ich, eine offene Frage. Da kommt es, glaube ich, darauf an, ob die Partei insgesamt von ihren Standpunkten auch in anderen Bereichen überzeugen kann. Die linke Liste Wandel hat schon vor 5 Jahren kandidiert, ist damals auf nicht mal 0,5% gekommen und versucht jetzt mit diesem Schmäh, das hier am Stimmzettel als keine steht, als Abkürzung für keine von denen. Das war eigentlich mal ursprünglich ein Scherz von Peter Filzmaier, hat er öfter in Interviews gesagt und die haben sich das geklaut eigentlich. Kann das funktionieren und ist das rechtlich überhaupt so klar schon, dass das geht? Ich glaube, ich habe nicht die Expertise, um das rechtlich beurteilen zu können. Aber ich denke, dass die Bundeswahlbehörde da normalerweise relativ formalistisch entscheidet und deswegen nicht unbedingt nach solchen inhaltlichen Kriterien vorgeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das möglich ist. Ich denke mir aber, dass es vielleicht ein begrenztes Potenzial hat, weil ich nicht annehme, dass ganz viele Leute annehmen, dass dann hinter einer Liste, wo ja auch Namen auf dem Stimmzettel dann ersichtlich sind, dann eigentlich keine inhaltlichen Positionen stehen. Jetzt sind das ja wohl alles eher linke Listen, zumindest von denen, die bundesweit kandidieren, also die MFG in 7 Bundesländern, eine andere. Aber wem werden Sie denn am meisten schaden von den bisherigen Parlamentsparteien? Also zumindest bei KPÖ und Bierpartei können wir auf Basis der Datenlage schon einschätzen, dass sie stärker Leute von den Grünen, auch von der SPÖ, zum Teil von den Neos anziehen. Nicht nur, aber verstärkt. Das bedeutet natürlich ein bisschen eine paradoxe Situation. Also tendenziell schaden diese Parteien stärker Parteien links der Mitte. Aber wenn sie auch Wählerinnen, die sonst türkis oder blau zum Beispiel wählen würden, anziehen, dann vergrößern sie, wenn sie den Einzug schaffen, insgesamt die
Sitzanteile von den Parteien links der Mitte. Und das könnte wieder ein Vorteil sein, zum Beispiel für die SPÖ auch in Koalitionsverhandlungen. Und falls Sie relativ erfolgreich sind, erfolgreicher als sonst neue Parteien, aber den Einzug gerade nicht schaffen, dann werden das ja rein theoretisch bei 4 Parteien, die knapp an der 4%-Hürde scheitern, ungefähr 15% der Wählerstimmen, die quasi verloren sind. Aber was würde das dann fürs Parlament bedeuten? Naja, im Parlament würde das zum Beispiel bedeuten, dass sich ganz klar eine Mehrheit von FPÖ und ÖVP ausgeht, dass also zum Beispiel diese Zweiervariante möglich wäre. Wenn es ganz extrem wird, geht sich vielleicht sogar schon eine türkis- und rote Mehrheit aus. Das muss sich natürlich das ganz genauso mathematisch ausgehen. Aber es bedeutet, dass die Mehrheitsfindung wahrscheinlich einfacher wird. Danach, wenn wir wirklich ein Parlament mit 6, 7, vielleicht sogar noch mehr Parteien haben, dann wird es etwas komplizierter in den Koalitionsverhandlungen. Wir hatten überhaupt erst einmal 6 Parteien, nämlich in der kurzen Phase, wo das Team Stronach auch im Parlament war. Damals waren aber ÖVP und SPÖ noch deutlich größer und konnten zu zweit regieren. Wenn es diesmal tatsächlich 6 oder 7 oder gar 8 Parteien gäbe, was würde denn das für die Regierungsbildung bedeuten? Es wird sehr unwahrscheinlich, dass dann eine Zweiervariante sich sowohl politisch als auch arithmetisch noch ausgeht. Also arithmetisch fallen viele schon weg und die wenigen, die überbleiben, sind vielleicht politisch sehr schwierig bis unmöglich. Das heißt also, wir werden uns vielleicht auf eine Dreierkoalition einstellen müssen. Jetzt haben Sie, Lezina, einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Vorschlag gemacht, nämlich angesichts der vielen Parteien und auch weil die Bevölkerung in Österreich immer größer wird, die Zahl der Abgeordneten zu erhöhen. Das sind derzeit 183. Mehr Politiker ist ja mal auf den ersten Blick tendenziell was eher Unpopuläres und meistens kommen die Vorschläge, das Parlament zu verkleinern, dass etwa 100 Abgeordnete auch genügen würden, weil ja viel mehr Gesetze als früher zum Beispiel aus Brüssel von der EU kommen würden. Das stimmt nur zum Teil, würde ich sagen. Es gibt natürlich eine EU-Gesetzgebung, die es vor 40 Jahren noch nicht in Österreich gegeben hat. Aber viele EU-Richtlinien zum Beispiel müssen ja auch erst durch Gesetze auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Das Parlament hat seit über 50 Jahren 183 Abgeordnete, also genauer gesagt der Nationalrat. Seither ist die Zahl der Wahlberechtigten um fast ein Viertel gestiegen und die der Bevölkerung auch in einem ähnlichen Ausmaß. Da kann man sich schon die Frage stellen, ob es nicht, vor allem wenn wir viele kleine Parteien haben, sinnvoll wäre, dass wir etwas aufstocken im Nationalrat. Warum? Weil kleine Parteien natürlich sich schwerer tun, die vielen Aufgaben, die parlamentarisch anfallen, ich denke auch an die Kontrollarbeit und die Ausschussarbeit, auf die wenigen Abgeordneten, die dann jede einzelne der kleinen Parteien dort hat, zu verteilen. Und da braucht es manchmal vielleicht eine kritische Masse an etwas mehr Abgeordneten. Wenn wir mehr und mehr Menschen haben, die von sehr kleinen Parteien im Parlament repräsentiert werden, kann es durchaus ein Vorteil für die Repräsentation sein und für die parlamentarische Arbeit, wenn sich diese Arbeit auf mehr Schultern verteilt. Letzte Frage noch. Die Bevölkerung in Österreich ist deutlich gewachsen. Noch nie haben so viele Menschen in Österreich gelebt wie jetzt, über 9 Millionen. Aber es gibt diesmal sogar weniger Wahlberechtigte als zuletzt. Fast 20% der über 16-Jährigen, die in Österreich leben, sind nicht wahlberechtigt, weil sie keine Staatsbürgerschaft haben. Ist das ein Problem? Ich halte das auf Dauer schon für ein Problem, vor allem weil wir viele Leute haben, die ja auch in Österreich geboren sind und noch immer vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, weil sie keinen einfachen Zugang zur Staatsbürgerschaft haben. Und ich denke, dass man sich schon im Staatsbürgerschaftsrecht überlegen könnte, ob man nicht vor allem für Leute, die hier in Österreich geboren sind, den Zugang deutlich erleichtert. Das heißt, man sollte eher die Staatsbürgerschaft leichter vergeben und nicht das Wahlrecht zum Beispiel daran knüpfen, dass jemand ein paar Jahre schon in Österreich lebt und hier seinen Wohnsitz hat. Ja, ich meine, das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage, aber meine Präferenz wäre, dass man sagt, wo man ansetzen sollte, ist das Staatsbürgerschaftsrecht und es sollte leichter werden für Leute, die ihr ganzes Leben in Österreich verbracht haben, dass sie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden. Herr Professor, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Und wir wechseln damit ins Ausland. Es war der größte Gefangenenaustausch seit dem Ende des Kalten Kriegs, als Wladimir Putin in Moskau 8 im Westen inhaftierte Russen begrüßen konnte, darunter einen verurteilten Auftragsmörder des russischen Geheimdienstes. In Washington konnte Joe Biden dafür freigelassene Journalisten empfangen, wie den Wall Street Reporter Ivan Gerkovich. Und aus dem Weißen Haus konnte seine Familie Wladimir Karamurza anrufen, den wohl bekanntesten russischen Oppositionellen nach dem verstorbenen Alexei Nawalny. Heute ist Karamurza, der auch schon 2 russische Giftanschläge überlebt hat, dann in Deutschland eingetroffen. Es ist einer der Momente, in denen Bilder mehr sagen als Worte. Tränen der Freude bei den Kindern und der Ehefrau von Wladimir Karamurza, als sie aus dem Oval Office zum ersten Mal seit seiner Freilassung mit ihrem Vater und Ehemann sprechen können.
Noch ist Wladimir Kara-Murza auf Zwischenstopp in Bonn. Bei einer Pressekonferenz mit zwei weiteren Freigelassenen geht er einmal mehr hart mit dem russischen Präsidenten ins Gericht. Putin sei ein Diktator und Mörder. To be a dictator, a usurper and a murderer. Er sei sicher gewesen, im Gefängnis zu sterben. I was certain I was going to die in Putins prison. Trotz allem, er werde nach Russland zurückkehren, zeigt sich Kara-Murza überzeugt. I know that I'll be back in my home country. And it'll be much quicker than you think. Und zwar schneller als manche dächten. Seit Herbst war der Kreml-Kritiker in einem Hochsicherheitsgefängnis in Sibirien untergebracht, obwohl er chronisch krank ist. Der Kontakt mit seiner Familie wurde von den Behörden auf ein Minimum reduziert, wie Ehefrau Jewgenia im ZIP2-Interview vor einigen Monaten erklärt. Ende letzten Jahres wurde meinem Mann ein 15-minütiges Telefonat erlaubt. Wir haben drei Kinder, also 5 Minuten pro Kind, beim ersten Gespräch in einem halben Jahr. In Moskau geboren, lebt der junge Kara-Murza jahrelang in London und dann in den USA, bevor er nach Russland zurückkehrt und politisch aktiv wird. Kara-Murza wird Berater von Putin-Gegner Boris Nemtsov. Der stirbt im Februar 2015 bei einem Schussattentat. Im selben Jahr wird Kara-Murza vergiftet. Er überlebt knapp, ebenso eine weitere Vergiftung 2 Jahre später. Beide Male kehrt Kara-Murza nach der Behandlung nach Russland zurück. Im April 2022 wird er festgenommen. Ein Jahr später folgt die Verurteilung zu 25 Jahren Haft im Straflager wegen Hochverrats. Die dunklen Tage der Haft sind für Wladimir Kara-Murza vorbei. Die Gefahr für ihn und die anderen von Russland freigelassenen Gefangenen nicht. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Ex-Präsident Medvedev, droht ihnen bereits unverhohlen. Die Verräter, wie er sagt, sollten sich neue Namen zulegen und in Zeugenschutzprogrammen Schutz suchen. Seit 1475 feiert die katholische Kirche alle 25 Jahre ein sogenanntes Heiliges Jahr zur Feier der Geburt von Jesus. Nächstes Jahr ist es wieder soweit. Für das Jubeljahr 2025 werden Millionen zusätzliche Pilger in Rom erwartet und schon jetzt wird in der ganzen Stadt renoviert. Tausende Obdachlose in Rom erinnern aber auch daran, dass nicht alles glänzt und im kommenden Jahr dürfte ihre Zahl noch weiter steigen. Auch weil sie Papst Franziskus ein spezielles Anliegen sind, wie Bernd Koschur aus Rom berichtet. Wo der Petersdom glänzt, stehen am Abend Zelte von Obdachlosen. Zur Verwunderung der vielen Touristen und zum Ärger mancher Anrainer. Hilfsorganisationen, die täglich Essen verteilen, schätzen, dass es 150 bis 200 Obdachlose sind, alleine rund um den Petersplatz. Natürlich zieht Papst Franziskus viele Menschen an, auch Obdachlose. Sie fühlen sich in gewisser Weise beschützt durch seine Anwesenheit und sein Mitgefühl für alle Leidenden. Und die Stadt Rom hat ein Callcenter eingerichtet für Notsituationen von Obdachlosen. Es ist immer mit einer gewissen Angst verbunden, im Freien zu schlafen, Angst vor Streit untereinander oder vor Feindseligkeiten von Anrainern. Gestern habe ich mich unter eine Brücke gelegt. Jemand hat mich so gezwickt, hat mich gehaut, hat mir an den Hals gegriffen und gesagt, du musst da verschwinden. Am Abend habe ich Angst, da lege ich mich zum Hund. Ich trinke, nur um ein bisschen Kraft zu haben und dieses Leben auszuhalten. Laut Stadtverwaltung ist speziell durch die Covid-Krise die Obdachlosigkeit unter Ausländern und Italienern gestiegen. Er hat Arbeit, Familie und Wohnung verloren, bleibt nur der Hund. Neben dem Petersplatz steht ein Heim für 40 ältere Wohnungslose, die das Leben auf der Straße kaum mehr aushalten würden. Papst Franziskus hat es eröffnet. Ich kenne den Papst gut, er ist ein Freund. Vor ein paar Wochen hat er uns besucht. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, Ihre Heiligkeit. Und er hat gesagt, nein, du bist heilig. Bello, eh? Papst Franziskus hat auch ermöglicht, dass täglich rund 90 Obdachlose duschen können am Petersplatz. Hier bekommen sie Handtücher, Kleidung und, wenn nötig, ein Zelt.
Das ist eine Arbeit, die mir eine große Ehre ist. Ich kenne alle Obdachlosen mit Namen und auch an der Stimme. Es ist mir eine Ehre, weil ich den Armen diene, aber auch dem Papst. Doch die Unterstützung hat Grenzen. Täglich um 5:30 Uhr früh müssen die Obdachlosen zusammenpacken. Denn dann kommt die Feuerwehr, um zu desinfizieren, sagt ein Polizist. Zum Schutz der Betroffenen sei das. Aber es ist eigenartig. Sie spritzen, wo wir schlafen. Die Straße putzen sie nicht. Untertags gehen die Touristen vor und sollen nicht zu viel mitbekommen von der Armut, die es in Rom auch gibt. Nur 46 Sekunden lang hat gestern dieser Boxkampf bei den Olympischen Spielen in Paris gedauert. Dann hatte die algerische Boxerin Iman Khelif gewonnen und einen riesigen Wirbel ausgelöst. Khelif war nämlich bei der Box-Weltmeisterschaft im letzten Jahr nicht zugelassen, wegen zu hoher Testosteronwerte und angeblicher Unklarheiten über ihr Geschlecht. Aber anders als auf Social Media viele behaupten, war Iman Khelif nie ein Mann. Ebenso wie Lin Yuting aus Taiwan, die bei der WM auch gesperrt war und heute klar gewonnen hat. Regina Pöll über den olympischen Geschlechterkampf. Geh hinaus. Den zweiten Schlag habe ich sehr stark auf der Nase gespürt. Da war mir klar, entweder ich gebe auf oder ich tue mir richtig weh. Athletinnen mit männlichen genetischen Merkmalen sollten nicht an Frauenwettbewerben teilnehmen dürfen. Nicht, weil wir jemanden diskriminieren wollen, sondern um hier das Recht der weiblichen Athleten zu schützen. Lebt und betreibt Leistungssport als Frau, immer schon in Frauenbewerben. Oft holt sie Medaillen, wie hier bei den Mittelmeerspielen 2022 im algerischen Oran. Bei der Box-WM im Vorjahr in Neu-Delhi wird Khelif von ihrem Finalkampf ausgeschlossen. Damals sollen zu hohe Testosteronwerte bei ihr festgestellt worden. Details der Tests gingen nicht an die Öffentlichkeit zum Schutz der Person. Das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, nennt die Entscheidung bei der WM willkürlich und hat die Boxerin heuer nach einer Vorentscheidung durch das Nationale Olympische Komitee für die Frauenbewerbe zugelassen. Nach dem Achtelfinale sagt ein Sprecher, es gebe aktuell keinen Grund für eine Disqualifikation. Niemand sollte die Regeln während eines Wettbewerbs ändern. Jeder braucht hier Gewissheit. Aber was bedeuten Y-Chromosomen überhaupt für den Wettbewerb oder ein hoher Testosteronspiegel? Es ist ein großer Vorteil, wenn man einen erhöhten Testosteronwert hat. Man hat natürlich durch diese XY-Chromosomen natürlich auch andere Vorteile, ein Längenwachstum. Sie brauchen sich nur die Fotos oder Bilder anschauen. Die Schlagreichweite ist ja viel stärker gewesen. Der Kampfsport sei tatsächlich ein Sonderfall, sagt die Expertin. Also Boxen ist insofern ein Spezialfall, weil es hier natürlich um Sicherheit geht. Und wenn ich einen wirklich stärkeren Gegner habe, den ich von vornherein nicht besiegen kann, glaube ich, sollte man das vermeiden. Aber natürlich auch alle anderen Sportarten, wo es halt eben im Nahkampf ist oder wo man eng zusammenarbeitet, aber natürlich auch bei Basketball oder auch bei Fußball, überall haben Männer einen Vorteil. Auch die österreichische Sportgeschichte kennt einen außergewöhnlichen Fall. Erik Schinecker, heute 76, holte als Erika Schinecker neben anderen Titeln 1966 Gold in der Abfahrt. Weil Geschlechtsmerkmale nach innen gewachsen waren, wurde Schinecker bei der Geburt als Mädchen eingestuft. Vor den Olympischen Spielen 1968 wurden bei medizinischen Tests männliche Chromosomen festgestellt. Schinecker entschied sich zu einer Operation. Seinen Weltmeistertitel behielt er. Die damals Zweite bekam nachträglich auch eine Goldmedaille. Bayerin Iman Khelif hatten vorab erklärt. Und hier müssen noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat nun auch offiziell genügend Stimmen von den demokratischen Delegierten erhalten, um als Präsidentschaftskandidatin nominiert zu werden. Sie tritt damit bei der Wahl im November gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump an. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela erkennen die USA den Oppositionskandidaten Edmundo González als Wahlsieger an. Es gäbe überwältigende Beweise, dass González die Wahl gewonnen hätte, so US-Außenminister Antony Blinken auf X. Zahlreiche Staaten fordern die Regierung in Venezuela auf, detaillierte Daten zu den ausgezählten Stimmen zu veröffentlichen.
Der Rechnungshof fordert rund um die Auszahlungen von Corona-Förderungen aus dem sogenannten NPO-Fonds vertiefende Überprüfungen vom Ministerium von Vizekanzler Werner Kogler. 800 Millionen Euro hat der Fonds ausbezahlt. Zu Unrecht bezogene Förderungen sollten zurückverlangt werden. Rund die Hälfte der Auszahlungen sei laut Ministerium bereits einer vertieften Prüfung unterzogen worden. Mehr sei aus Kosten-Nutzen-Sicht nicht sinnvoll. Das Urteil im Fall Leon ist seit heute rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Der Vater des Sechsjährigen, der in der Kitzbüheler Ache ertrunken war, ist gestern vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Im Fall der 29-jährigen Frau aus Afghanistan, die gestern tot in ihrer Wohnung in Wien-Meidling gefunden wurde, ist der Ehemann am Flughafen Berlin festgenommen worden. Der 31-jährige Afghane war offenbar untergetaucht. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Und wie das Wetter am Wochenende wird, das weiß jetzt noch Manfred Meixner. Eine Mischung aus Wolken und Sonnenschein gibt es morgen. Vor allem die Alpen entlang und im Süden sind gewittrige Schauer möglich. Es bleibt warm und im Osten windig. Auch am Sonntag sind gewittrige Schauer hauptsächlich im Osten und Süden zu erwarten. Weitgehend trocken verläuft der Montag. Vorerst liegen die Höchstwerte knapp unter 30 Grad, aber im Laufe der neuen Woche stellt sich wieder sehr heißes Wetter ein. Wie lange diese Hitzewelle dann dauert, ist momentan noch nicht absehbar. An dieser Stelle verabschieden wir uns von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in ORF2 kommt es in Universum History jetzt zum großen Finale des bildgewaltigen Epos Krieg der Träume. Gezeigt werden die realen Geschichten von 13 Personen zwischen den beiden Weltkriegen. Im Mittelpunkt des dritten Teils steht nun der Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich 1938 und der Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr danach. Dafür von uns allen hier noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, wenn Sie am Sonntag dann wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen. Thank you.